Genauso wie bei der Addition und Subtraktion von Dezimalzahlen ist es jetzt auch bei der Multiplikation von Dezimalzahlen schon relativ einfach. Deswegen guck einfach in Ruhe zu und ich bin mir sicher, du wirst es komplett verstehen, direkt wenn ich es dir jetzt schon erkläre. Aber das ist ja hier jetzt das Wissensvideo. Das heißt, hier möchte ich dir nicht nur, ich sag mal, eine Rechnung zeigen oder wie man das Ganze rechnet, sondern vor allem darauf aufmerksam machen, dass das hier in diesem Text, dieser letzte Satz, das Wichtigste ist. Aber gehen wir den Text erstmal nochmal von vorne nach hinten durch. Die Multiplikation von Dezimalzahlen wird mit der schriftlichen Multiplikation durchgeführt. Erstmal bis dahin Stopp. Lies auch noch nicht weiter. Wir lesen gleich nochmal zusammen. Also erstmal bis hierhin. So, was bedeutet das jetzt? Wir haben also meinetwegen zwei Zahlen, 2,5 und 4,3. Und wir wollen daraus die Multiplikation bilden. Da haben wir 2,5 mal 4,3 und schreiben das so auf wie bei der schriftlichen Multiplikation. Darunter machen wir hier so einen Strich und dann sind wir schon fast am Ziel. Jetzt geht es nämlich weiter. Dabei vernachlässigt man zunächst das Komma. Dieses wird am Ergebnis wieder eingefügt. Das Produkt der Dezimalzahlen, jetzt kommt's, besitzt so viele Nachkommastellen wie die Faktoren zusammen. Also hier haben die beiden Faktoren jeweils eine Nachkommastelle, also insgesamt zwei Nachkommastellen. Zwei Nachkommastellen. So. Das können wir uns jetzt schon mal dahin schreiben. Das ist jetzt hier, es gilt jetzt hier gleich für das Ergebnis, was wir da rausbekommen. Jetzt rechnen wir das aber erstmal. Die Kommastellen werden jetzt komplett vernachlässigt. Du nimmst jetzt die 4 und du hast hier eine 3, also muss jetzt hier erstmal eine 0 hin und wir starten mit der 4. 4 mal 5 sind 20, also 0 und eine 2 in den Übertrag für die nächste Zahl. 4 mal 2 sind 8. 3 mal 5 sind 15. 1 hier in den Übertrag. 3 mal die 2 sind 6. So, dann ziehen wir darunter wieder einen Strich und rechnen das zusammen. 5 und 0 sind 5. 6 und 1 sind 7. Und 8 und 2 sind 10. Und hier steht gar nichts, also insgesamt 10, also eine 0 und eine 1 in Übertrag und dann hier auch eine 1 hin. So. Und jetzt hieß es ja, und jetzt lese ich dir diesen letzten Satz nochmal so vor, weil er extrem wichtig ist. Das Produkt der Dezimalzahlen besitzt so viele Nachkommastellen wie die Faktoren zusammen. Diese 1075, das ist das Produkt der Dezimalzahlen, die man hier multipliziert hat. Und diese beiden Faktoren haben insgesamt zwei Nachkommastellen, also müssen wir hier auch beim Ergebnis wieder abzählen. 1, 2 und dann setzen wir das Komma. Und deswegen wissen wir, dass hier eben 2,5 mal 4,3 ist 10,75. So, jetzt so viel erstmal schon mal hier an der Tafel. Jetzt haben wir natürlich auch noch eine Situation und zwar mit Steffen und Jonas. Hast du schon mein neues Surfbrett gesehen, fragt Steffen. Und Jonas, ja, das wollte ich auch schon länger haben. Wie groß ist das denn? Es hat eine Länge von 1,5 Metern und eine Breite von 0,75 Metern. Ich glaube, die Fläche ist da auch wichtig, sagt Jonas. Wie rechnet man das nochmal? Also, wir haben hier 1,5 Meter Länge mal 0,75 Meter Breite. Denn so rechnet man ja die Fläche aus. So. Das heißt, das ist jetzt erstmal das, was wir jetzt hier rechnen müssen. So, das machen wir jetzt einfach erstmal. Und das, wie gesagt, machen wir schriftlich. 1,5 mal 0,75. So, und wir vernachlässigen komplett erst einmal diese Komma. Diese Kommata hier. Also bei der 1,5 und 0,75 interessiert uns erstmal überhaupt nicht. So, dann haben wir jetzt hier... theoretisch müsste man jetzt hier zwei Nullen auffüllen und jetzt hätte man hier 0 mal 5 sind 0 und 0 mal 1 sind auch 0. So, jetzt füllen wir wieder eine 0 auf und sind bei der 7. 7 mal 5 sind 35, also eine 5. Ich hoffe, du kannst das noch sehen. Den Dialog brauchen wir jetzt ja erstmal nicht mehr, wir wissen ja, was wir rechnen wollen. Also nochmal, 7 mal 5 sind 35, 5 hier, 3 in den Übertrag. 7 mal 1 sind 7. Kommt jetzt hier dazu. Und wir haben jetzt hier noch die 5 mal 5 sind 25, 2 in den Übertrag. 5 mal 1 sind 5, die kommen jetzt hier also noch dazu.
So, jetzt machen wir hier einen Strich und lassen nochmal ein bisschen Platz für den Additionsübertrag. 500 sind 5. Wichtig ist, dass du die Zahlen hier auch schön untereinander schreibst. 5 und 5 sind 10 und 2 sind 12, also 2 und 1 in den Übertrag. 0 und 7 und 3 sind 10 und 1 sind 11, also 1 und 1 in den Übertrag und dann hat man hier noch 1. So, jetzt ist das aber das Ergebnis natürlich nicht 1125, sondern wir müssen hier noch ein Komma setzen. Und da zeige ich dir jetzt auch nochmal den letzten Satz, weil er wichtig ist. Das Produkt der Dezimalzahlen besitzt so viele Nachkommastellen wie die Faktoren zusammen. So, die Faktoren sind hier 1,5 und 0,75. Die haben hier eine Nachkommastelle, eine zweite, eine dritte. Also insgesamt 3 Nachkommastellen. So, und diese 3 Nachkommastellen, die muss ich jetzt hier bei dem Ergebnis auch wieder einfügen. Die zähle ich jetzt hier von rechts ab. 1, 2, 3 und dann setze ich das Komma und dann kann ich das nämlich doppelt unterstreichen und ich weiß, 1,5 mal 0,75 ist gleich 1,125. So, und welche Information zieht jetzt Steffen daraus? Das Surfbrett hat also eine Fläche von 1,125 Quadratmeter. Und diese Quadratmeter, die kommen jetzt dadurch zustande, dass man ja rechnet 1,5 mal 0,75, also 1,5 Meter mal 0,75 Meter. So, und 1,5 mal 0,75, also nur mal die Zahlen, sind jetzt 1,125. Somit sind die Zahlen verrechnet. Aber wir haben jetzt hier auch noch Meter mal Meter. Und irgendwas mal irgendwas, was gleich ist, zum Beispiel 3 mal 3 ist ja auch 3 zum Quadrat. So ist auch Meter mal Meter Meter zum Quadrat. Also 1,25 Meter zum Quadrat. Macht ja auch Sinn, denn wir haben hier eine Länge, also nennen wir das mal L. Und wir haben hier eine Breite von dem Surfbrett, nennen wir das mal B. Und somit spannt sich jetzt ja hier so ein Raum auf und dieser Raum, das ist ja eine Fläche, also so ein Surfbrett ist zwar nicht rechteckig, aber es spannt sich halt eine Fläche auf und eine Fläche hat ja nicht eine Längenangabe, also Meter, sondern eine Flächenangabe, also Quadratmeter. Jetzt geht's weiter, jetzt müssen wir auffüllen und zwar bis zur 0. Also bis zur 2. Eine 0 bis zur 2, jetzt haben wir hier 2 mal 5 sind 10, also kommt hier wieder eine 0 hin und eine 1 in den Übertrag. 2 mal 6 ist 12, also 2 und 1 mal 6.